Schland. Schland ist alles Gebilde von Menschenhand. Ein Feuersalamander schlängelt sich über das Fliegengeschlander.
der Führung der Blicke in Taschen. Die Macht der Bilder und die Bilder der Macht. Wenn durch die Fotografie die Seele zerstört wird, kerkert der Film die Lebendigkeit ein. I've been photographed to death. Huh. Nur die Fiktion ist noch wirklich, weil die Wirklichkeit durch mannigfaltige Wahrheiten verunstaltet wurde. Der permanente Aufnahmezustand, mit dem wir unsere Neugier zu befriedigen suchen, lässt uns in einer Überinformation ertrinken. Nichts zählt mehr, weil alles wirklich sein könnte. Echtheitszonen werden nur noch im hautnahen Bereich abgefragt. Willentlich verwischte Wirklichkeiten sind eigentlich nur noch mit dem schattigen Tasten der Wimpern abfahrbar. Trübe Lider zwinkern zwanghaft. Reflexzonen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Der eingefrorene Blick. Das Motiv. Der Auslöser. Das Negativ. Der Abzug. Das Bild. Die Objektivität des Bildes, mein Lieber, ist schon längst Legende. Wirklichkeiten werden über Pixel geregelt. Die allerletzten Wahrheiten befinden sich definitiv vor ihrer digitalen Auflösung. Unsere Aura ist wahrscheinlich verloren gegangen. Großaufnahme. Realität als Fototermin. Recherche der Flüchtigkeit. Gnadenlos draufhalten. Eine Kamera als Waffe. Die Betroffenen werden in Einzelbilder zerlegt. Das Fahndungsplakat zeigt schlecht gerasterte Porträts. Es geht um die Gestaltung und nicht die Zerstörung. Der Asphalt ist die Schminke für die Landschaft. Der tierige Ausfluss trat unlängst über die Ufer und flutete diesen Sinn. Der magische Moment wird im Alltäglichen ausgelotet. Das Einfangen der Flüchtigkeit des Moments auf dem Scheitelpunkt der Bewegung. Die Frage nach der Individualität in der Relation zum eigentlichen Aussehen gestellt. Jede Abbildung spiegelt letztendlich eine verborgene Landschaft der verbogenen Seele. Fotografie, ein Aufnahmezustand. Was sonst? Menschenspuren im Sediment. Spurensuche. Koordinaten des Zufälligen. Ein flüchtiger Blick. Derart flüchtig, dass er kaum als Augenblick bezeichnet werden kann. Sich fahrig überschneidende Bewegungen. Jene des Vorbeihastenden und die des Aufnehmenden. Der Sucher. Das Fadenkreuz zum Außen. Der unsichtbare Dritte ist der Besucher der Ausstellung. Der Betrachter und das Bild. Ein Ruhezustand.